Mein Name ist Tim Birkenstedt, ich bin 15 Jahre alt und bin Springreiter. Mein Vater ist früher auch schon immer geritten und von daher wurde mir das in die Wiege gelegt und hatte dann auch relativ früh schon ein eigenes Pony und so hat sich das im Alter ergeben. Ohne Eltern geht gar nicht, weil man könnte das alleine gar nicht finanzieren, allein auch gar nicht zeitlich schaffen. Man muss zum Turnier gefahren werden, kann man schlecht mit 15 alleine machen. Und ohne die Eltern ging das gar nicht. Also Mama organisiert alles, eigentlich alles jetzt mit den Turnieren und sonstige organisatorische Dinge. Mein Vater, der hilft mir auch am Stall. Und wenn ich dann zum Beispiel mal lange Schule habe und wir arbeiten lernen muss, dann macht er auch schon mal die Pferde. Und ja, er ist so halt die treibende Kraft. Und ohne ihn ging es gar nicht. Herzlich willkommen bei mir am Stall hier in Gemmenich und jetzt zeige ich euch mal meine Pferde. Das hier ist Let's Dance, 16-jähriger Thüringer Wallach. Was soll ich jetzt noch sagen? Der Let's Dance ist so etwas ruhiger, gibt zwar immer alles, aber sehr unkompliziert im Umgang und so ein richtiges Familienpferd. Ja, dann Casa Cavell ist ein 9-jähriger Rheinländer Wallach und mit dem bin ich dieses Jahr zum Beispiel auf den Rheinischen und Deutschen Meisterschaften gestartet. Auf den Rheinischen Meisterschaften belegt mir 6. Platz und er sieht alles, er hört alles, also ein sehr aufgewecktes Kerlchen. Man braucht sehr viel Disziplin, weil ohne Disziplin kommt man in den Sport nicht weiter. Aufstehen, frühstücken, in die Schule bis meistens 10 vor 4, manchmal bis 10 vor 5. Dann kommt mich dann abholen, fahren wir zum Stall, ein, zwei oder drei Pferde reiten, das hängt vom Tag ab. Und dann nach Hause, dann laufe ich meistens noch was und dann Hausaufgaben, Essen, bisschen Computer und sowas und dann schlafen. Man muss sehr viel opfern für den Sport, aber wenn man dann eben den Erfolg hat, macht man das auch gern. Neben Schule und ja, Familienleben bleibt eigentlich gar nicht mehr viel andere Zeit übrig. Und ich mache es ja auch sehr gerne, ist ja mein Hobby. Das ist eigentlich so, wofür ich lebe. Bobby! Der Bobby ist halt das kleine Schmusepony von uns. Und 13,5 Jahre ist er jetzt hier und er hat mich eigentlich so bei meinen Anfängen begleitet. Und ja, ganz munteres Gärtchen hier. Ne? Er ist hier das Multifunktionspony, weil mit ihm soll schon Karnevalzug mitgefahren, Fuchsjachten, Reitabzeichen, Reiterwettbewerb, Vielzügelklasse, Turnierpony, alles zusammen. Und fährt manchmal holen wir noch raus und fahren ein bisschen Kutsche und ja, ist mehr oder weniger so ein Familienmitglied.